Der 2376 Meter hohe Glattwang bei Fideris ist ein klassischer Abfahrtsskiberg. Mit dem Bus 1100 Höhenmeter von Fideris zu den Heubergen fahren, knapp 400 Höhenmeter aufsteigen und dann 1500 Höhenmeter Abfahrt. Wegen Corona und der Entscheidung, das kleine, idyllische Skigebiet Fideriser Heuberge in diesem Winter nicht zu öffnen, fahren die Busse nicht und die Tour bekommt einen ambitiösen Charakter. Kurz nach neun machen wir uns auf den Weg. Zum Teil auf der Heubergstraße, aber meist schneller und direkter, immer wieder die Straße kreuzend, den Hang hinauf. Je höher wir steigen, desto grandioser wird das Panorama des Rätigons auf der anderen Talseite des Prättigaus. Auf 1500 Meter über dem Meer wechseln wir auf die Straße, die in normalen Wintern als Schlittelbahn genutzt wird und mit 12 Kilometer Länge eine der längsten der Schweiz ist. Nach etwa 1 Kilometer auf der Straße geht es nach rechts auf den Wanderweg bis zur Baumgrenze. Oberhalb der Baumgrenze liegen die freien und noch unverspurten Hänge bis zum Gipfel vor uns. Die Spurarbeit geht in Anbetracht der uns erwarteten Abfahrt leicht von den Beinen. Große Sorgen um Kratzer in unseren Schiebelägen machen wir uns bei dieser Schneelage nicht. Zum Ende des Aufstiegs wird es etwas zäher und wir spüren langsam die vielen Höhenmeter in den Beinen. Der nahe Gipfel motiviert uns und wir erreichen die Scharte auf dem Nordgrat. Von hier sind es nur ein paar Minuten auf dem überwächteten Grat mit einem schönen Tiefblick ins 800 Meter tiefer liegende Fanninertal. Vorsichtig fahren wir den Grat hinab zur Scharte und genießen dann den Lohn unserer Anstrengungen.